Liebe Kuckuckfreunde, um den Bewohnern der ambulant betreuten WG Zusammenhalt hier in Nellingen eine Freude zu bereiten, gaben die Schüler der Musikschule Ostfildern vergangenes Jahr immer wieder kleinere Konzerte auf ihrer Terrasse. Heute findet wieder eine statt. Diesmal allerdings nicht aus der Entfernung, sondern direkt auf der Terrasse der WG. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich finde das natürlich wunderbar. Und zwar ist es so, ich bin Angehörige hier und ich habe meine Mutter hier wohnen, die ist 84 Jahre alt. Und ich denke, alles, was kulturell, was Musik, was noch so dazukommt oder so, zu dem, was hier tagtäglich läuft oder so, ist natürlich eine Riesenbereicherung. Sehr schön war auch, dass das in der Zeit von Corona stattfinden konnte. Wir haben das Glück, die Musikschule gleich neben uns zu haben und einen ganz fitten Verein im Hintergrund, der geschaut hat, dass er Kontakte schafft und quasi uns das Angebot, also die Idee kam vom Verein, dass diese Terrassen Konzerte stattgefunden haben, selbst bei Corona-Zeiten. Und zwar gegenüber sehen wir quasi wie so ein Rondell und da haben dann die Menschen gespielt und dadurch war der Abstand auf jeden Fall gewahrt und es war trotzdem Musik für uns. Die Bewohnerinnen und Bewohner der WG Zusammenhalt haben hier einen Beitrag mitnehmen können, erleben können, der im Zusammenhang der kulturellen Teilhabe steht. Es ist ja ideal, diese Musikschule als Nachbarn zu haben und diese schöne große, 200 Quadratmeter große Terrasse, die für solche Zwecke sehr gut genutzt werden kann. Es war so schön und also wirklich war, sowas müsste viel öfter kommen. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Sie liebt Musik sehr. Sie ist immer ganz begeistert, wenn es ein Programm gibt in der WG oder auch außerhalb bei einem Gottesdienst oder so mit Musik. Geht sie sehr gerne hin und da lebt sie auch wirklich immer auf und ist fröhlich danach. Musik belebt die Leute, merkt man immer. Auch wenn ich freitags immer in die WG komme und mit meiner Gitarre, dann singen wir Volkslieder hier in der WG und da machen alle mit. Auch die, die sonst rumlaufen, die kommen dann an der Platz und warten schon drauf, bis ich komme und singen mit und sind danach auch wie verändert. Schönes Erlebnis. Ja, natürlich war es eine riesengroße Freude, als ich letzte Woche gehört habe, wir haben wieder Publikum, wir können ein Konzert geben und dann auch noch so ein Publikum, das heißt wirklich auch älteren Menschen wirklich die Musik wieder nahe zu bringen und wirklich einfach Freude in die Gesichter zu zaubern von den Menschen. Natürlich war es letztes Jahr einfach super schwierig, wir waren immer zu Hause, haben alleine in unserem Raum gespielt. Man hat natürlich versucht, über die Kamera irgendwie zusammenzuspielen, aber das hat natürlich nie funktioniert. Und deshalb ist es umso schöner, jetzt wieder vor Publikum zu spielen und einfach super, das zu sehen, wie die Leute dann strahlen und wie man die Musik einfach verbreitet. Unser Ziel als, unser musikalisches Ziel für unsere Kinder ist das Zusammenspielen. Wir haben sehr, sehr viele Ensembles im Streicherbereich, im Bläserbereich schon von klein an. Und diese kleinen Orchester, die brauchen die Möglichkeit, irgendwo sich zu präsentieren und vorzuspielen. Und dazu brauchen wir auch Publikum. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier in der Nachbarschaft, in der direkten Nachbarschaft, nun eine Möglichkeit haben, vor Publikum auftreten zu können. Und das macht große Freude. Das ist jetzt heute ein Anfang gewesen auf der Terrasse mit einem Flötenduett. Aber ich bin überzeugt, dass wir auch weitere Ensembles motivieren können, hier aufzutreten.
Liebe Kuckuckzuschauer, es war ein sehr schönes Querflötenduett, wie ich finde, und was auch beim Publikum sehr gut angekommen ist. Wir wären nun am Ende unseres Beitrags angekommen. Bitte teilt, liked und kommentiert unsere Beiträge, damit wir weiterhin so welche Videos produzieren können. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr automatisch informiert werdet, sobald ein neuer Beitrag von uns online ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.